wie frei uns die von euch eingeschaltet haben. Vielen mal Dankeschön dafür. Ich würde uns sehr freuen, wenn ihr uns so gut wäre, wenn ihr den Subscriber anklicken würdet. Ich darf vielleicht mal unsere WhatsApp-Nummer abschreiben, dann kann ich uns mal ein Audio schicken. Von der Welt wird man bitte mitteilen, mit diesem Lied hier. Wir sind hier nun in Dichby Elkhart in Jana Jähnt. Das heißt hier Shipshawana. Es ist ein sehr schmucker Jähnt. Es sind viele armische Menschen, die hier wohnen. Viele Piedenbauer vor hier rum. Aber vielleicht ja mit Pieden arbeiten. Das sind unsere Freunde. Das sind Freis. Das sind Mennonite. Die sind ich einmal mal armisch gewesen. So, ich war hier ein bisschen in Freo. Dann war sie mir angehört auf Englisch. Wenn sie sind Pennsylvania Dutch. Die kennen die Sprache reden, auch Englisch. So, ich wollte das applaudieren für jeden, was ich hatte, ich war froh. So, now, I want to present something here for our Plottage people. So, how did you grow up here? Both my wife and I, we grew up in the Amish setting. So both her parents and my parents, which her parents are both have died now, but they died Amish. My dad has passed away quite a number of years ago, and he was still Amish. My mom is still living, and she is 97 years old. And sie sind hier Amish, bad Amish abgewachsen. Seine Maria lebt noch, die 96 Jahre alt. Da war die Maria Handvolle, die war uns zu Hause bringen, und wollte mit dir die Hauptspiele für dich, wie frei uns auch gesagt hat. Sie sind ein bad Amish abgewachsen, und you were not Christians, obviously, for many years. You're just religious people, and then you accepted the Lord. Well, we went to the Amish church, but after we were married, I sat with some people at work that I knew they knew something deeper than what I knew, so I wanted what they wanted. Oh yeah, ich bin befreit, wie gesagt, sollte man manche Typen ein bisschen mehr von Gott weiterleiten. Na, früher hat man wieder alle Typen, wie man dort. Dass die mir können antworten, weil ich können Christ wurde. Ich bin Amish abgewachsen und sie abgewachsen ist dort und ich kann Jesus nicht. And so after we changed, we started going to a church that still spoke German in the Pennsylvania Dutch and then had German, but we wanted to go to a church that had English. And so in 1983 is when we started going to that church. On the 83 sind sie dann in der andere Kirche gegangen, in der Kirche, wo der Englisch redet hat. Und da haben sie dann von Jesus geliebt. You were married already, right? Yes. So, der wird dann befreit, aus in dieser Kirche. Und da haben sie dann die Botschaft von Jesus geliebt. Und dann haben sie sich bekehrt. That's when you accepted the Lord as Savior there, right? Well, after we started reading in English and understanding what it really saying. And that's so important. That is so wichtig, what the Hugh Christ said. Als wir nur diese englische Kirche, die gehen, dann fange ich an, kann ich lernen, was die Bibel anzeigt, dann kann ich die anfangen zu verstehen, wenn es auf Englisch wäre, ich kann das andere nicht verstehen. Und so geht das viele von unseren Plottischen. Die können nicht das Deutsche verstehen, und dann verstehe ich die Botschaft nicht, was Jesus uns zu sagen hat. Und dort hat End und Kreuz es dort, auf der Ölkaniasera, oder was immer dort auch sein, aus Amish, der Gott hat End das Leben verändert. And so, after we changed from the Amish course, I felt like I wanted to do more, get more involved in missions, where at that point, the Amish church really didn't want you to get involved in missions. And als wir diese Kirche gehen, dann will ich ein bisschen mehr in der Mission haben. Ich will meine Gebrücke, das Evangelium, andere Menschen mitteilen. Unsere Amische, die dort nicht. Aber als wir diese Kirche gehen, dort haben wir die Aufmerksamkeit, mehr in der Mission mitzuhelfen. And I will say now, today, some of the Amish do get involved more in mission work. But back in the area where we came from, they were not involved, and you weren't expected to do that either. Heißt ich von dir, sind viele von den Amischen Menschen, die sich bekehrt haben, und die dennoch das Evangelium wiederbringen. Aber zu der Zeit wird das noch nicht so, aber nun ist das anders geworden. And so we started getting involved in different mission things, and it's just been part of our life now. And so our children, as they've grown up, they've been involved in different things that we do, like we are involved in prison ministry, we're involved in mission work to the country of Haiti. Seitdem mit ihren Kindern viele Missionen mitarbeiten, ganz besonders
bringen sie, denen sie in ihre Städte, wenn Menschen sind als uns in andere Musikgruppe, wenn die nur die Gefängnisse gehen, hier steht, das Evangelium, die Gefangenen bringen. Und dort ist, das ist ja wie man das hat gewusst, nicht mit ernt, aber sie in ihre Städte dort. Auch denen sei eine Mission in Haiti, in ihre Städte. Und je weiter Haiti ist, sehr arm, sind sehr viele arme Menschen, sei denen die in ihre Städte, sei geben wieder Geld für die Mission, auch dort Evangelium nach Haiti zu bringen. And so now, of course, we're involved in a number of those, and it's just, it's been part of our life. And so because of that is how we met Edward and Christine. Yeah, and dort ist diese Mission mit dem Gefängnisspiel und all dort. Und sie hat ja uns kennengelernt, sagt er. Und dort stammt auch, I will just explain a little bit what you are doing here. So they don't hear of the end twos, they hand here. How many acres do you have here? Right here. But 23. Like 23 on this. 23 Acker Land hatte hier, wo die wohnen denn. Und ich habe ein paar andere Videos all gewesen. Das ist bei der Hüsbane. Schmackert Hüsbane hier. Er hat ein sehr schmackes Städt. Und was ich dir sagen will, sei denn auch viel Geld sammeln, heute hat Utröpe. Heute hat Utröpe hier und hat die ganze Hüse durchhängen. Das wollte ich noch am anderen Video wissen. Dann sei ich, wer heute Utröpe hat. Und dort Geld. Was hij van Utrecht kreeg, dat geeft hij te de mission. En dat heeft onze broeder en zuster zeer gezien. God heeft hem financieel zeer gezien. Ze hebben fijne arbeid, zijn ene arbeid en heeft ook vele arme mensen hier kunnen steeds helpen. So, one of the things we enjoy doing, and of course, that I really enjoy being involved in Matthew, it says, freely you have received, freely give. And we have been blessed so much by the Lord, and I feel like I have to also help others, and not only in our area, but throughout the world. He sagt in the Bible, in Matthäus, sagt dort, I had the free gift, and I will that you have free wachias. And that have we bad in answer, that we mochte andere Menschen free geben, wenn's Gott hat uns free gift. We sind verwalter für da, wir haben. Wie geben andere Menschen in Gott jaft uns drei. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. That is so amazing to hear that, brother and sister, that you are doing so much amazing work for the Lord. You have helped others. We have gotten to know you through the years, and it has been amazing just to think about it, what you have done. So das auf Englisch, weil ich am Hühner sage, ich darf nicht auch ein bisschen loben. Sie wollen nicht gelobt sein, sie sind kritische Plotische. Sie sagen, der uns nicht loben, alles geht für Jesus. Am ist die Idee. So, with that verse in mind, freely you have received, freely give, most times people think it is just means money, but it means so much more. It means giving of friendship, giving of time, giving of your talents. I mean, you could just go on and giving of our bed and our backyard. Yeah, and that's what I just explained to them too. Okay. I just said that. Not just money, you give lots of other things. He sagt, das ist nicht bloß Geld, was wir geben, denn es ist nicht bloß Geld. Das ist, du kannst einen anderen ein Bad geben, du kannst ihm ein Essen geben, du kannst ihm rücken in einem Restaurant, du kannst Menschen betonen, wenn sie krank sind. All die Sachen, du kannst, dieses Lied, der fängt uns, der sagt, dass wir am Internet, dass wir in dieser Gegend wir, uns Bruder fängt mich und sagt, Edward und Christine, kommt doch hier bei uns, dort in den Trailer hier parken, dort hier auf unserem Hof parken, im Sonnensbrück in der Stolle. Dort haben die Fans zu tun, in einem Restaurant drin genommen. Dort ist doch so ein Schmuck, wenn wir als Brüder und Schwestern kennen, das ist das Hauptwort. As brothers and sisters in the Lord, different denominations, we can come together like this and encourage others to follow Jesus and doing God's will on this earth. It's not just money, it's anything we do for the Lord. God is with us, right? Right. Correct. Absolutely. And so, are we still on? Oh, yeah. Okay. So, one of the things I have to think of is when we get to heaven, it's not just going to be one group. We're Amen. All going to sit together Amen. As a body from all over the world. Perfect. And so, I like to be friends with whoever is Christians. That's right. And that's not eine feine Sache, what Herod said. Eines der uns. Wo er dünn ist, als wahre Christen, wo wir im Himmel sind. Da waren nicht bloß Amische, Mennoniten
Oder allerhande andere Religionsgruppen. Da waren alle Sänen, was Jesus noch fallen. Alle Jansen, was Jesus leben dann. Die waren im Himmel sein. In der Zeit, als amische Menschen oder als Mennoniten, wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Wir sind Brothers and Sisters in the Lord. Wir sind Gott seine Familie. Da werden sehr viele Tüss mit uns. That's why we feel at home with you guys. Because we are God's children. Amen? Amen. Amen. Yes. So what do you want to say? Yeah. What do you want to say? I've just been blessed to live on the universe. And Billy kind of pushed me out of my comfort zone. And yeah. I did grow after we left the Amish church. When we got baptized in the Amish church, I knew Jesus Christ yes. was God's son. But I didn't comprehend totally that he was my savior. Yeah. And I did find that later. And I would like to say the day that we got baptized, because we both got baptized together the same day. Yes. And in the Amish church. In the Amish church. Okay. I felt that if I would have died that day, I would have been in heaven. Because I really felt that I was saved. But I didn't have the relationship. I soon started feeling like I wanted a deeper relationship with Very good point. Very good point for our people too. Dort as sehr fein wird sehr gut sein. Es ist ein bad getauft worden aus einer armen Schwere. Aber er sagt, und sie sagt, wenn ich gestorben wäre, ich fehl, wenn ich nicht gestorben wäre, aus ich getauft wird, ich würde im Himmel gewesen sein. Aber ich bin nach Mosaia reingegangen. Dort gehen sie wieder nach rein, ich muss auf Wasser im Glauben. Und dort wird wir haben können nun. Nun haben wir können Wasser im Glauben. Nun sehen wir Gott seine Kinder, wir haben die Wasser und heute Gott haben sie sehen. That's a good point. Really good point. So everybody, I mean, we can accept Christ, but we continue to grow on and on. I mean, it's not the moment you get saved, you stop. You continue going on. And that's so important to say that too. Wenn du dich bekehrt hast, da meint nicht, sei sagt, da meint nicht, dort böse Sätze in unsere Dümme strehe, nun sei wie Rat, nun brauchen wir nicht mehr denn. Dann fängt das Leben mit Jesus an. That's when it starts to be with the Lord. Und wenn wir hier sind, plötzliche Menschen, I just want to encourage them a little bit. Wir sind hier als plötzliche Menschen, merkt wie diesen Video. Das sind Mennoniten, und auf das Amische Mennoniten sind ein bisschen kreidlich. Wir sind Gott seine Kinder. Wir wollen mit Enthalb Wiese, wir finden es, dass wir, und die wohnen in den States, wir wohnen in Kanada, du wohnst vielleicht in Mexiko, vielleicht in Belize, vielleicht in Bolivien, vielleicht in Argentinien. Wir sind Gott seine Kinder, wenn wir Gott angenommen haben. Da werden wir uns tüssig hier. Das ist unsere Familie. Das ist unsere Familie. Mit diesen Menschen gehen wir direkt zum Himmel. Wir walk together with you to heaven. We are on our way. Jesus is with us. And that's why it's so important that we can work together, that we can encourage each other. Mm-hmm. Loving the Lord and serving Him, each one with His gift. Alle haben verschiedene Gaben von Gott. So, mit dem möchte ich Ihnen auch ansprechen, der auch sind, dass das mit an die Christi kommt. Would you like to say one more thing? I guess just in final comments here, people ask me, and I'm 64 years old, so people ask me, when are you going to retire? And I say, never, as long as I can work. Because if I can do something that benefits the Lord and the furtherance of more people coming to the Lord, I want to use my energies to further that. That's really amazing. That's a good comment. He sagt, ich sehe 64 Jahre. Menschen haben uns gefragt, wenn er will, wie im Ruhestand reden, wenn er will, wie nicht mehr arbeiten. He sagte den Menschen, ich arbeite für Jesus, wir arbeiten für Jesus, die Bad. Wir arbeiten für Jesus, für hier auf dieser Erde, wo wir arbeiten, bad wir sterben. Im Himmel, wo wir eines der uns ausruhen. Hier, da wir für Jesus arbeiten, so dass wir kennen als Familie das Evangelium andere Menschen mitteilen, dass noch viele sich wurden bekehren können. So, wir freuen uns dazu, dass die von der Wahrheit eingeschaut haben. Vielen Dank dafür, dass ihr dieses Lied habt, teilhört. So, die reißen hier auch im Namen Jesu. Und die sind jüne Brüder und Schwestern. So, nun haben wir gesehen, weil wir kennen in anderen Land mit anderen Menschen taub einen guten Abend haben. So, wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.